Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute über Felder und Zeichenketten sprechen. Geil. Und ja, warum, wieso? Geil. Also, Zeichenketten sind ja schöne Sache und in sehr vielen Programmiersprachen haben wir dafür einen eigenen Typ. Geil. Und zwar ist das da meistens der Typ String oder so ähnlich. Geil. Und ja, dieser Typ ist zwar nützlich, gell, ist auch fein, gell, aber die Autoren von C haben gesagt, nee, so ähnlich wie bei Boolean, gell, also so wie es den Boolean nicht gibt im Prozessor, gibt es auch den String im Prozessor nicht, gell, also das ist nichts anderes als die Darstellung von Zeichen aus einer Zeichentabelle, die irgendwie nummeriert sind, gell, also nach einer bestimmten Konvention, gell, also so, ja. ASCII war es am Anfang, gell? Also ASCII 7 und dann später sind andere gekommen und heute haben wir ganz, ganz viele solche Tabellen mit Zeichen und Nummerierung und entsprechend haben wir dann auch eine Vielfalt von Strings und so, gell? Aber damals hat man gesagt, naja, das ist alles, das ist nicht das Wahre, gell? Das Wahre ist anders, gell? Und so hat man gesagt, es gibt keine Strings, das ist das Wahre, gell? Also man will ja die Intelligenz der Programmierer nicht beleidigen. Geil, so. Und jetzt hat man da eine Darstellung gesucht und die Darstellung besteht, also die Darstellung für die Zeichenketten und die Darstellung für die Zeichenketten besteht darin, dass man Felder erzeugt und in diese Felder schreibt man dann die Positionen der einzelnen Zeichen in der Zeichentabelle hinein, geil. Und es werden dann, wir haben gesehen, Zeichen stellen wir ja durch diese Positionen in der Zeichentabelle dar, durch Chars dann in C, gell? Und wenn wir jetzt nicht ein Char haben, sondern viele Chars, gell, dann können wir eben mehr, viele Zeichen haben und das wird dann eine Zeichenkette, gell, dargestellt durch die einzelnen Positionen ihrer Zeichen in einem Feld, gell? Aber jetzt haben wir noch nicht geklärt, was Felder sind, gell? Also Felder, das hat nichts mit den Kartoffelfeldern zu tun, gell? Und Felder, gell, das sind in der Programmierung, in der Informatik zusammengesetzte, gell, oder komplexe Datentypen, gell? Also jemand sagt dann auch Array dazu. Und solche zusammengesetzte komplexe Datentypen können ein Feld sein, aber es gibt auch andere, es gibt nicht nur Felder, gell? Aber zusammengesetzte oder komplexe Datentypen, die Felder sind, haben etwas, und zwar haben die lauter Elemente gleichen Typs, gell? Also da haben wir mehrere Elemente und die haben alle den gleichen Typ und das ist dann ein Feld, gell? Und wenn wir da schauen, da mal bei Wikibook zu C, da haben wir ein eigenes Kapitel dazu, gell? Und da ist das so schön erklärt auch, gell? Also wenn wir da, sie wollen da Umsätze rechnen da. Und so sagen sie, ja, wir wollen nicht sieben Variablen von, ja, das ist so Wochenumsatz, gell, also Tag für Tag. Sie wollen da nicht sieben Variablen erzeugen, gell, sagen sie, machen ein Feld, gell, und dann kann man das Tag für Tag aufschreiben, gell, ob man auf ein Feld der Umsätze, gell, vom ersten bis zum siebten Tag, anstatt sieben Variablen zu haben, gell, das ist ein schönes Beispiel, gell, und, wie können wir uns das vorstellen, gell? Also Feld ist also etwas zusammengesetztes Großes, gell? Also das ist wie eine große Variable, gell? Bestehend aus mehreren Variablen und die haben etwas Gemeinsames, sie haben den gleichen Typ, gell? Und ja, das sind dann unsere Elemente des Feldes, gell? Und um jetzt damit zu arbeiten, werden sie durchnummeriert, gell? Also das ist so ein bisschen wie, also jeder Nummer geben, gell? Also wenn euch die Lehrer mit der Nummer des Registers rufen, gell? Sagen sie, Nummer 3 wird geprüft, gell? Also, und das ist beim Feld so ähnlich, gell? Also da ist dann ein Feld und die Elemente des Feldes, gell, die werden dann durch die Nummer dann dargestellt, gell? Und diese Nummer, gell, das ist dann der Index. Geil, also das heißt dann beim Feld, wenn wir da den Index verwenden, dann können wir auf ein einzelnes Element zugreifen. Geil? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Geil. Wie definieren wir ein Feld?
Gell? Ja, so wie eine andere Variable. Mit einem kleinen Unterschied, gell? Also vorausschreiben wir nicht den Typ des Feldes. Okay, wenn wir ihn definiert haben, da sind wir jetzt aber in anderer Gegend, sondern wir schreiben den Typ, den Grundtyp, und zwar den Typ des Elementes schreiben wir dorthin. Gell? Wenn das ein Feld von Zahlen wird, dann müssen wir einen Zahlentyp hinschreiben. Aber dieser Zahlentyp ist nicht der Typ des ganzen Feldes, sondern eines Elementes. Gell? Okay? Also wir schreiben voraus den Typ der Elemente, dann kommt der Feldname, gell? Und dann in eckigen Klammern kommt die Anzahl der Elemente. Okay? So haben wir ein Feld definiert. Gell? Es ist noch nicht initialisiert, gell? Aber wenn wir das dann in Ausführung bringen, gell? Dann wird der Speicher für ein Element, gell, n mal, also so oft mal angelegt, gell, oder reserviert. Und ja, und damit können wir dann arbeiten, gell. Zum Beispiel, wenn wir ein Int-Feld haben, Int-Zahlenfeld, und wir wollen 10 Integers haben, dann schreiben wir hinten in eckigen Klammern eine 10 hinein, gell. So haben wir es definiert, gell? Noch nicht initialisiert, nur definiert. Aber wenn wir das im Code haben, dann haben wir nachher ein Integerfeld, gell? Das Zahlenfeld mit 10 Integern. Und mit diesen 10 Integern können wir dann arbeiten. Und wie können wir arbeiten? Indem wir den Index für ein Element angeben, gell? Und das ist eben das Normale. Normalerweise arbeitet man jetzt mit den einzelnen Elementen des Feldes, eher seltener mit dem Feld als Ganzes, gell? Ja, jetzt sind wir schon, wir haben gesagt, Zeichenfelder wollen wir machen. Bei den Zeichenfeldern ist genau diese Ausnahme, dass man normalerweise mit dem ganzen Feld arbeitet und nicht mit den einzelnen Zeichen, gell? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Zahlenfeld haben, im Zahlenfeld arbeiten wir normalerweise mit den einzelnen Zahlen und nicht mit dem ganzen Feld in einem, gell? So, wie geht es mit diesem Index? Der Index, der läuft von 0 weg bis zu Anzahl minus 1 dann. Gell? Wenn wir die Zählung bei 0 starten und nicht bei 1, gell, dann geht es in dem Fall, wenn wir 10 Elemente haben, von 0 bis 9 und nicht von 1 bis 10. Gell? Also es startet bei 0 der Index und der geht bis zu Anzahl minus 1. Gell? Also bei uns bis 9 und nicht bei 10. Gell? Und ja, warum ist das so? Also es hat etwas mit der Speicherverwaltung zu tun und mit dem Zugriff auf die Daten im Speicher, gell? Und 0 sagt, dass wir vom Anfang, von der Anfangsadresse des Feldes, 0 weitergehen müssen, weil das erste Element im Feld steht am Anfang. Also müssen wir 0 weitergehen, gell? Das ist der Hintergrund, gell? Und das ist auch der Grund, warum die Zählung bei Feldern, vielleicht in anderen Situationen, gell, bei 0 beginnt, gell? Oh, das stört uns ja nicht, gell? Also das erste Element hat die Nummer 0, gell? Also Index 0. So, wie können wir jetzt darauf zugreifen, wenn wir zum Beispiel in das erste Element dieses Feldes was hineinschreiben wollen, dann schreiben wir Zahlenfeld an der Stelle 0 ist gleich das, was wir wollen. Dürfen wir 12 schreiben? Ja, da müssen wir schauen, was ist der Grundtyp? Der Grundtyp ist ein Integer. Dürfen wir 12 in eine Integer-Variable schreiben? Ja. Dürfen wir 12 dann in ein Integer-Element eines Feldes schreiben? Ja. Gell? Was ist dabei wichtig? Wichtig ist, dass wir den Index angeben, weil der Index nimmt dann dieses erste Element im Feld, und das erste Element im Feld ist ein Integer. Gell? Also die einzelnen Elemente des Feldes können wir in diesem Zahlenfeld von Integern wie Integer behandeln. Und das ist das, was man normalerweise macht. Gell? Also man geht die einzelnen Elemente in diesem Zahlenfall Feld daneben behandeln. Gell? Zum Beispiel kann ich sagen, ja, das Zahlenfeld an der Stelle 0 ist Zahlenfeld an der Stelle 0 plus 1. Ich kann zum 1 erhöhen. Gell? Also das geht auch. Ja, was ist denn aufzupassen? Das ist jetzt etwas, worüber viele Leute schimpfen. Und ja,
Man kann auch sagen, wir schimpfen nicht. C will ja einfach nicht die Intelligenz der Programmierer beleidigen. Und so macht C auch keine Kontrolle über die Gültigkeit der angegebenen Indexe. Weil der gültige Index bei einem Feld der Länge 10 geht von 0 bis 9. Wenn ich aber als Programmierer einen Fehler mache, gell, und ich habe nicht Indexe von 0 bis 9, sondern vielleicht auch die 10, gell, oder vielleicht auch Index 100 oder 1000, gell, also ich hab, oder ich mache eine Schleife, die Schleife bricht nicht ab, wir laufen immer weiter, gell, und irgendwann greife ich dann eben irgendwo zu, wo ich eigentlich nicht zugreifen sollte, in C, gell, also C beleidigt die Intelligenz des Programmierers nicht, gell, und somit muss der Programmierer selbst auf seine Indexe achten und dass sie gültig sind, gell, gell, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache, Zahlenfeld an der Stelle 1000, 7, gell, dann darf ich das machen, gell, niemand hindert mich daran, gell, wenn ich das kompiliere, kein Problem, gell, wenn ich es ausführe, ja, der startet, gell, der legt los, gell, dann greift er, ja, irgendwo, dann macht er dort, wenn er auf Zahlenfeld an der Stelle 1000 kommt, dann sagt er, ah, ja, wo ist 1000, also, ich muss also vom Anfang meines Zahlenfelds 1000 Elemente weiter, gell, und ja, 1000, gell, ist also 1000 mal einen Integer weiter, gell, also die Größe eines Integers mal 1000, gell, ist jetzt ein Integer ist nicht so groß, gell, könnte man mit Size of abfragen, gell, 4 Byte müsste rauskommen in unserem Fall, gell, und wenn ich dann 1000 mal 4, also 4000 Byte weiter, gell, und wenn ich dort zugreife, gell, was passiert dann? Weiß ich nicht, gell. Im Sinne, wenn es nicht mehr mein Speicher ist, dann kommt es zum Speicherzugriffsfehler, gell, oder Segmentation Fault, gell. Also das heißt, ich greife dann auf einen fremden Speicher zu, gell. Also wenn ich da sage, ich gehe 3 Meter weiter, gell, 3 Meter weiter ist ein anderer Tisch vielleicht, gell. Ich darf nicht drüben hineingreifen, einen anderen Tisch, gell. Und beim Programm darf ich auch nicht sagen, ja, Zahlenfeld an der Stelle 1000, gell, weil wer weiß, wo ich dann bin. Gell? Wenn ich also in einen fremden Speicher greife, in den Speicher eines anderen laufenden Programms, also eines anderen Prozesses, dann kommt es zum Segmentation Fault und das Programm, der Prozess stürzt ab. Gell? Wenn ich aber nicht so weit greife, gell, also wenn ich da einfach nur Zahlenfeld an der Stelle 10 angebe statt Zahlenfeld an der Stelle 9, dann habe ich gute Chancen, dass ich kein Segmentation Fault habe. Ich habe hinter meinem Speicher fürs Feld häufig noch andere Daten, die zu meinem Prozess gehören. Wenn ich jetzt hier zugreife, dann hängt es davon ab, wenn dahinter Daten sind, die einen Sinn haben fürs Programm, also andere Variablen, gell, zum Beispiel, dann, ja, dann wird mein Programm was anderes machen, als ich eigentlich vorgehabt habe. Wenn ich aber hier dahinter einen etwas freien Speicher habe, dann fällt mir der Fehler überhaupt nicht gleich auf. Gell, wenn also dahinter etwas freier Speicher ist, den ich noch bekommen habe, dann passiert mal gar nichts. Gell. Aber vielleicht irgendwann mal komme ich in eine Situation, ich habe mein Programm geändert, es läuft vielleicht anders ab. Gell. Im Stack haben wir eine andere Situation. Gell. Ciao, bum, bam, puff. So, dann stürzt er wieder ab. Oder er macht was etwas, was wir uns nicht erwartet haben. Gell. Wer weiß. Gell. Also, die richtigen Indexe der Felder sind eine große Fehlerquelle der Programmierung in C. Gell? Auf das muss man ganz besonders achten, gell? Dass man hier immer gültige Indexe verwendet. In unserem Beispiel von 0 bis 9. Gell? Mhm. Okay, jo. Darstellung der Zeichenketten. Gell? Zeichenketten sind Felder. Gell? Zeichenketten sind Felder aus Chars. Gell? Und diese Chars, die repräsentieren die Position, die Ordnungszahl, gell, eines Zeichens in der Zeichentabelle. Und wenn man die aneinander reihen, bekommt man dann eine Zeichenkette. Gell? Und etwas, was wichtig ist, irgendwo muss man wissen, wo Schluss ist. Gell? Also können wir nicht ins Unendliche gehen. Gell? Wir müssen wissen, wo Schluss ist. Und Schluss ist dort, wo wir dann auf eine Zahl treffen, die nicht mehr ein Zeichen enthält, also die Position eines Zeichens, das irgendwo darstellbar ist, gell, sondern die 0.
Man spricht auch von null terminierten Zeichenketten, gell? Oder null terminierte Strings, sagt auch jemand, gell? Aber String ist in C ein bisschen irreführend, gell? Weil es den Stringtyp ja nicht gibt, gell? Also Zeichenkette ist ein generischer Name, gell? Okay, also so null terminierte Zeichenketten, gell? Da haben wir irgendeinen Inhalt und danach steht eine 0. Gell? Also nicht das Zeichen 0, die Zahl 0. Gell? Und die Zahl 0, gell, geht man auch so dann als Zeichen Backslash 0 und auch einfache Anführungszeichen darstellen. Gell? Mhm. Wenn wir uns das mal anschauen, gell? Also Man, Ashi, gell? Was ist das Zeichen 0? Das ist das Zeichen 0, das da, gell? Dezimal 0, gell? Das Nullzeichen. Das, wenn wir das ausgeben, gell? Dann kommt nichts heraus. Gell? Warum? Also das ist nicht die 0, die 0. Wenn wir da weitergehen, die 0 finden wir, das Zeichen 0 findet man hier. Gell? Das Zeichen 0, das ist bei 48, gell? Dezimal 48, das ist das Zeichen 0. Gell? Aber das 0, der Element in der Zeichentabelle, gell, wird häufig als Backslash 0 dargestellt und ist das Nullzeichen. Und das ist das Terminierungssymbol der Zeichenkette. Am Ende der Zeichenkette kommt die 0. Gell? Aber nicht das Zeichen 0, sondern eben das Zeichen an der Stelle 0, das Nullzeichen. Gell? Das ist die Terminierung. Mhm. Gell? Gell? Und ja, so gibt es auch andere. Zum Beispiel, das haben wir Backslash N haben wir kennengelernt. Gell? Backslash N, gell? Das ist dieses New Line, gell? Oder Line Feed, gell? Wie es normalerweise heißt. Gell? Und das bedeutet, dass wir in einer Terminalsteuerung neue Zeile nehmen oder in der Textdatei dann eben einen Zeilenumbruch haben, gell, in der Datei. Gell, und so sind das alles lauter Zeichen, gell, also auch Steuerzeichen genannt, gell, die eine bestimmte Aufgabe haben. Da, das sind die Zeichen bis zum 31. Gell, mhm. Gell, okay. Ab 32 ist das Leerzeichen. Ab 32 haben wir darstellbare Zeichen in dieser ASCII-Tabelle. Aber von 0 bis 31 haben wir 32 Zeichen, die eine bestimmte Aufgabe in der Terminalsteuerung haben oder in der Informatik eine bestimmte Rolle spielen. Gell? Also sind das Zeichen, die eine semantische Aufgabe haben, aber nicht ein Zeichen darstellen. Gell? So, und das zu den Zeichenketten, gell? Also zuerst Zeichen für Zeichen, die Ordnungszahl und dann die Terminierung mit der 0. Wie machen wir es? Wir müssen den Grundtyp hinschreiben, gell? Also eine Zeichenkette ist ein Feld aus Chars, also ist der Grundtyp Char. Dann geben wir den Namen an, ja, schreiben wir mal S, gell? Und dann die Größe, gell, wie groß das Feld ist. Gell. Und wenn wir jetzt 100 haben, dann heißt es, wir dürfen 99 Zeichen hineinschreiben, die Teil der Zeichenkette sind und ein Byte brauchen wir für die Terminierung. Gell. Wir müssen diese 0 ja am Ende haben. Deswegen können wir nur 99 Zeichen als sichtbare Zeichen haben und dann müssen wir die Terminierung mit berechnen. Gell? Wie können wir jetzt sowas füllen? Wir können jetzt zum Beispiel Zeichen für Zeichen machen. Wir können also in S0 das Zeichen H bzw. die Ordnungszahl von H hineinschreiben. Gell? Gehen wir den mal suchen. Man, Ashi, wo ist ein H? Gell? Da. Gell? Wenn wir also da jetzt dieses S an der Stelle 0 ist unter Anführungszeichen groß H. Gell? Was wird hineingeschrieben? 72, gell? 72 wird in diese Char hier geschrieben, gell? Und dann kommt das A, das kleine A, gehen wir es mal suchen. Das ist da, 97, gell? Okay, also in die nächste Stelle, ins nächste Element des Feldes wird 97 geschrieben und so weiter, gell? Dann L ist 108, gell? Also 108, 108 und dann noch O, gell? Also O ist auch irgendwo, so, da, O, 111, also 111 und dann muss die Terminierung erzeugt werden, gell?
und das ist Backslash 0 und das ist die Zahl 0. Okay? Ja, so können wir ein Zeichenfeld zu Fuß erzeugen. Gell? Also händisch Zeichen für Zeichen die Ordnungszahl dann hineinschreiben. Gell? Das machen wir bei Zeichenketten oft nicht so. Gell? Bei Zeichenketten gibt es eine Reihe von Bibliotheken und somit kann man das dann auch anders machen. Gell? Wir können eine Zeichenkette zum Beispiel bei der Definition initialisieren. Gell? Also bei der Definition können wir schreiben da char s, dann müssen wir die Größe nicht angeben, weil die kann der Compiler aus der Initialisierung ermitteln. Schreiben wir hallo. Gell? Hallo wird dann eben s wird erzeugt, gell? Wird definiert und hallo wird hineingeschrieben mitsamt der Terminierung. Gell? Also zum Schluss haben wir ein mindestens 6 Byte ein großes Feld, gell? Mit hallo und dann kommt das Nullzeichen, gell? Also die Terminierung. Gell? Mhm. Oder wir können auch was anderes machen, wenn wir ein Feld erzeugen, gell? Zum Beispiel mit 100 von Elementen, dann können wir das mit scanf einlesen. Gell? Und jetzt fällt euch etwas auf, wenn wir das haben, einmal ja, Prozent %s als ja, im Format String, gell? Also s für String, obwohl es keine Strings gibt. Und hier vor dem Char-Feld haben wir kein Ampersand, kein Adressoperator. So, und jetzt wird es lustig. Und zwar, den Adressoperator brauchen wir, um von einer Variable die Adresse zu ermitteln. Aber wir haben gesagt, mit Feldern arbeitet man normalerweise nicht als Ganzes. Gell? Wenn wir also einen Feldnamen haben, was bekommen wir? Das ist die Frage. Und das, was wir bekommen, ist die Adresse des Feldes. Gell? Also s, wenn wir s haben. S ist nicht der Inhalt der 10 Integers. Nein, keine Integer, Chars da, diese 100 Chars. S ist nicht der Inhalt der 100 Chars, sondern s beinhaltet die Anfangsadresse dieses Blocks mit 100 Chars. Gell? Also S ist die, beinhaltet die Anfangsadresse dieses Blocks mit 100 Chars. Und deshalb kann ich jetzt hier mit scanf einfach das S angeben ohne Adressoperator, weil S ist schon die Adresse dieses Speichers. Gell? Also bei einem Feld ist der Feldname die Adresse, die Anfangsadresse dieses Feldes, des Speichers. Gell? Also muss ich hier kein Ampersand angeben. Gell? Okay, und ja, so kann ich ein Feld zum Beispiel, ein Char-Feld verwenden, um eine Zeichenkette einzulesen. Ich kann das auch ausgeben, gell? Aus irgendeinem Text, Prozent %s, s. Gell? Mhm. Sagt auch jemand, das ist ja nutzlos, ich könnte das ja einfach hier hineinschreiben. Stimmt, geil, könnte ich hineinschreiben. Aber wenn ich dieses S irgendwo lese, ermittle, zusammenbaue, dann kann ich es nicht bei der Programmierung so hineinschreiben. Geil. Dann wird das erst zur Laufzeit eben zusammengebaut zum Beispiel und dann kann ich das so dann ausgeben. Also Prozent %s und dann mein Feld von Chars. Geil. Okay, ja, was ist interessant? Es gibt eine ganze Reihe von Funktionen, die uns das Leben mit Zeichenketten erleichtert. Gell? Und diese Funktionen sind in der String.h deklariert. Gell? Und wenn wir da runtergehen, da haben wir irgendwo die Zeichenketten. Gell? Und hier haben wir die Zeichenkettenfunktionen in dieser String.h, geil, und da haben wir eine ganze Reihe von solchen Funktionen, geil, und mit diesen da kann man mit allen etwas machen, geil, also Strcpy, ich kann Zeichenketten kopieren, geil, und so weiter, geil, okay, ja, und was machen wir jetzt? Wir werden jetzt ein bisschen mit Zeichenketten programmieren, braucht man immer wieder mal, geil, und da wollen wir etwas machen. Und zwar, wir haben ja Zahlen umgewandelt, gell? Und eine Umwandlung ist die Umwandlung einer Zahl in eine Binärzahl. Gell? Jetzt wird jemand sagen, Moment, die Daten liegen ja schon binär vor. Das stimmt. Aber die
eine Ausgabe, dass das dezimalisch, das macht für uns dann die ScanF oder SprintF, diese Bibliotheken. Und jetzt wollen wir eine Funktion schreiben, die folgendes macht: sie nimmt eine Zahl und wandelt sie binär um, also in Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen wollen wir dann in einer Zeichenkette darstellen. Okay, also dieses Umwandeln einer Zahl in eine Binärzahl, die wir als Zeichenkette darstellen. Das ist diese erste Aufgabe. Dann wollen wir etwas anderes machen. Wir wollen ein Programm schreiben, das eine Zeichenkette liest und die Großbuchstaben, die drinnen gefunden werden, die sollen als Kleinbuchstabe ausgegeben werden. Also es soll praktisch alles, von was dir kommt, von Groß- auf Kleinbuchstabe umgewandelt werden. Wenn schon alles klein ist, bleibt es klein. Gell? Und ja, das ist etwas, was manchmal praktisch sein kann, gell? Als irgend so eine Stringverarbeitung. Ja, das wollen wir mal zunächst programmieren.